Hast du sowas an deiner Schule mitbekommen? Ein Lehrer, der Schülerinnen nachts private Nachrichten schreibt oder eine Lehrerin, die einzelne Schüler zu sich nach Hause einlädt? An Schulen in Deutschland kommt es vor, dass Lehrkräfte sich Kindern und Jugendlichen sexuell annähern. Die Zeitschrift Stern hat 231 solcher Fälle in den letzten 10 Jahren gefunden. Immer wieder blieb es nicht bei zum Beispiel Chatnachrichten, sondern die Lehrkräfte gingen noch weiter. Wahrscheinlich gab es viel mehr Fälle als diese 231, denn es gibt ein Problem. Nicht alle Bundesländer erfassen Missbrauch an Schulen systematisch und überhaupt werden nur wenige Fälle angezeigt. Du hast das Gefühl, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer Grenzen überschreitet, dann wende dich an eine vertraute Person oder ruf die Nummer gegen Kummer an. Das geht auch anonym, denn sobald du dich unwohl fühlst, braucht es jemanden, der dich und deine Sorgen ernst nimmt.